Oh, ich glaube, das ist der erste Key, wo jemand tatsächlich mal diesen Blizzard-Timer am Anfang schmeißt, ne? Schauen wir mal. Oh, Key aktiviert er auch noch. Jetzt aber hier. Wisst ihr, was ich jetzt mal hier mache? Ich nehme mal nicht Versa, sondern ich nehme hier mal ausnahmsweise Tempo. Weil dieser komische Bot mit Tempo sehr, sehr gut skaliert. Wisst ihr, was ich meine? Hoffe ich, dass die da nicht nichts adden. Ja gut, es ist halt hier eh. Ach du Scheiße, was wird denn da alles geedit? Was machen denn die da? Hier, die rennen schon wieder zurück. Wie kann man denn einen Mechagon-Key so verkacken? Ich verstehe es nicht. Haben wir die ganzen Bots? Jetzt haben wir. Also ich weiß auch nicht, wie. Die haben jetzt alle die Bots da oben genommen, sind aber alle einmal gestorben. Perfekt. Der Hunter, gut, der Hunter hat seine Mobs resettet. Der hat irgendwie links alle gepullt. Der Monk hat irgendwie rechts alle Mobs gepullt. Also, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also das war jetzt mal komplett für den Sack. Jetzt haben wir schon drei Tote für nix einfach. Habe ich den Blitzebot? Ja, ich habe den Blitzebot. Tankbot habe ich auch. Ich mache mit dem Blitzebot extrem viel Damage. Letztes Mal habe ich alle DPS beim Boss ausgedamaged im Single-Target mit dem Blitzebot, ne? Ach, die Ding-Einheit ist hier. Das ist natürlich blöd. Die stehen in den Robotern drin. Oh boy. Okay, die schaffen das nicht, die Mechanik hier weiterzuspielen. Das ist halt so RIP. Ich hätte erst jetzt drüben die ganze, weil da hinten sind richtig viele Roboter, die geholt. Aber das Problem ist, die Leute kriegen das nicht geschissen, aus diesen Bots rauszulaufen. Dann machen wir es anders.
Für die drei Bots haben wir. Unten sind noch einer. Hier ist, glaube ich, noch einer. Und der Spinne ist noch einer oben. Oh boy. Ich wollte jetzt extra vorsichtig spielen, ne? Also ich überlebe das locker, hab Inka laufen. Seht euch mal sogar am meisten Schaden. Aber ich dachte mir, wir spielen das jetzt mal vorsichtig, weil die Leute eh die ganze Zeit hier rippen. Oh boy, bitte steh jetzt nicht in dem Beschuss drin. Schauen wir mal. Da haben wir noch einen Dingsbot. Den kann ich theoretisch dann noch nehmen. Das ist ein Tempobot. Also ich hab schon mal alle. Also mit den Orbs klappt ja mal hier nicht so gut. Ich mach's immer lieber, ne? Ja, das ist natürlich blöd. Du siehst jetzt die Explodinger dann nicht. Jetzt eigentlich nicht rippen. Jetzt muss ich da eine Wall für wasten. Okay, ich würde sagen, wir machen als erstes den Boss, wenn gut ist. Nein! Warum dodgt er dahinter und pullt die? Ich verstehe es halt nicht. Ist halt so unnötig. Der Monk läuft genau in die Dinge rein. Will ich mal einfach 40k DPS, ne? Fuck, das kann man nicht umhauen. Hat einmal diesen Tank-Hit gemacht. Und er rennt halt wieder rein.
Anscheinend macht die Orbs auch sonst keiner. Der Monk ist ein Shitter ohne Ende, ne? Jetzt zweimal vom selben Hit weglatzen lassen. Das ist halt das Problem, du sammelst am Anfang Bots ein und dann rippen die Leute halt durch irgendeine dumme Scheiße. Richtig unnötig, dann war das komplette Bot-Einsammeln für einen Sack. Ach, die Bows dann hier auch, die kleinen. Interesting. Gut, dass ich nicht noch mehr gepullt habe. Gut, den werden wir jetzt eh adden. Aber der boostert nicht mit hoch zum Glück. Weiß halt nicht, ob die mit den anderen hochboostern, ne? Dürfte eigentlich nicht. Gut, der eine geht hoch. Einen gekickt, einen gedispelt. Müssen wir jetzt ausweichen und der DK get smacked. Das hat richtig Schaden raus, ne? Aber gut, der DK-Zug überlebt. Hoffen wir diesmal adden wir nicht wieder was dazu hier. Die Orbs macht halt einfach niemand, ne? Was ist denn mit euch? Gut, wir haben halt auch kein Range dabei, ne? Das ist mit den Robotern am Anfang farmen, hätten wir uns auch komplett sparen können. Muss bloß schauen, dass ich da nicht nur adde, wisst ihr? Deswegen laufe ich da so ein bisschen langsam hin, sonst kriegen wir dann den Trash noch mit dazu und das will ich jetzt eher ungern. Oh boy. Wir haben einen Palaheiler, ne? Irgendwie... Kriege jetzt hier nicht viel Schaden, aber ich bin die ganze Zeit, komme ich nicht, dass ich voll geheilt bin. Wenn dieser Blutdruck dort wäre, dann wäre hier RIP mit dem Heiler. Kann ich ja nicht sagen. Hä?
dachte, ich kriege ihn, ne? Aber irgendwie doch nicht. Wie haben wir denn noch? 22 Minuten. Der eine schreit die ganze Zeit, Bigger Pull, Bigger Pull. Du hast hier eigentlich relativ lange Zeit in der Edi, solange du nicht große Scheiße machst. Und wir haben schon ziemlich große Scheiße gemacht. Also kannst hier eigentlich Pack für Pack pullen. Natürlich, die Mobs machen hier fast nichts. Wir könnten wahrscheinlich auch vier Packs zusammen pullen und die weggehen. Aber die Bows dann halt. Und meine Leute rippen eh schon so oft. Lieber schaue ich, dass die weniger rippen und haben ihre Bots, als dass wir dann hier Riesenpuls machen, die rippen und ständig die Bots wieder weg haben, ne? 69. Prozent. Ja, da brauchen wir schon noch einiges. Ich denke mal, da hinten werden wir vielleicht nur 15, maximal 20% zusammenkriegen. Gut, du hast hier die beiden Packs. Weiß nicht, ob die... Ja, ich denke mal, ein paar an der Seite müssen wir dann noch machen. Ich denke mal, ein oder zwei Sidepacks. Die chargen halt immer und die können richtig raushauen. Jetzt habe ich hier mal keine Inke gezogen. Lieber viel, viel größer pullen, aber ich will halt nicht, dass die hochboostern, wie blöd. Wisst ihr, was ich meine? Ich mach jetzt erstmal die, dann pullen wir den großen einzeln. Muss jetzt nicht unbedingt den Dude noch boostern. Normalerweise kannst du hier clean durchpullen, dann kriegst du da nicht sonderlich viel mehr dazu, aber... Wisst ihr was, ich bleib drin stehen und halte mich einfach gegen Schestorf. Ah, gerade noch den Charge erwischt, ne? Einen brauchen wir da hinten dann noch. Sollen wir das dispeln? Muss mal die ganzen PvP-Addons ausschalten. Wir brauchen schon noch ein bisschen Prozent. Nein, pull den jetzt nicht dazu. Ich will nicht, dass der boostert. Okay, hat er nicht. Passt. Ja gut, also ich kann da drin stehen bleiben, aber nicht der DK, ne? Also ich weiß nicht, was der DK da veranstaltet. Jetzt hat er wieder seine ganzen Bots los. Also ich habe meine Heilung gezogen, habe die gecleaved, der DK ist einfach auch stehen geblieben, ist halt gestorben. Es ist halt schon wieder dumm. Ich denke mal danach kommen wir knapp auf 90 quasi, dann müssen wir die Partner machen. Dann müsste es fein sein. Hier haben wir nämlich noch einen Bot. Ja, nicht ganz. Holy moly, zimmert er mich.
sind wir jetzt natürlich alles in der Melee-Range, ne? Ich weiß nicht, was der Heiler da jetzt macht. Der hängt da vorne eh nur irgendwie so rum. Zum Glück ist nicht Quaking. Da wird es dann nämlich richtig ätzend. Letztes Mal habe ich hier irgendwie 20k DPS gefahren, ne? Ich weiß auch nicht, was ich da anders gemacht habe. Jetzt bin ich über 14. I don't know. Ah, da hatten wir HT, ne? Warum haben wir denn hier kein HT gezogen? Das war jetzt ziemlich dumm. Gehen mir dann bald die defensiven Cooldowns aus. Wisst ihr, wir haben noch 16 Minuten, also wenn wir jetzt hier kein HT ziehen, dann haben wir jetzt einen HT komplett gewastet. Eigentlich ein bisschen dumm, ehrlich gesagt. Aber der Key ist relativ easy. Jetzt müssen wir halt beim Endboss schauen. Da müssen wir bestimmt zwei Phasen spielen. Hätten wir in der zweiten bestimmt wieder HT ready gehabt. Juti. Eigentlich wollte ich hier am Anfang hin das Zeug machen, aber da waren die Blitzebots und ja, ich sag mal so, man kann das schon spielen mit den Blitzebots, aber es macht's halt schwerer, ne? Also, hm. 11% brauchen wir noch, Boss, dann that's it. Na gut, das wird nicht ganz rein, also so ein kleines Pack am Rand müssen wir dann wahrscheinlich noch mitnehmen. Hätte jetzt die eigentlich nur mit reingepullt, aber... Oh, boy, warum adden die Leute immer Stuff dazu? Das ist so unnötig, vor allem bei Bowstring. Jetzt sind die einen Mobs fast tot. Ich hasse sie. Ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war oder ob der eine da einfach nur durchgetigert ist. Versteht er, wegen Tiger und so. Durchgetigert. Von der Monk da mit seinem Wirbel zu den Dingern hinläuft, ne? Die kannst du ja nicht weggehen. Ich glaube, irgendwas Kleines brauchen wir bestimmt nur. Die werden jetzt nicht komplett die Prozente bringen, vermute ich. Nee, doch, es geht perfekt aus. Blöd, dass ich da jetzt meinen Inker noch gezogen habe. Das war eigentlich nicht so clever. Das zimmert richtig rein. Jetzt mal dreifach Wall pre-gestackt. Nein, das. Achso, der Stunt. Ich dachte, der will den DPS. Oh, der eine hat ihn geeisfall. Das ist tatsächlich clever. Das habe ich hier selten gesehen. An den Knockbacken. Kicken wir ein bisschen raus. Alter, sag mal, was das reinhaut, ne? Beim nächsten Wall, ich ziehe jetzt mal hier. Kommt nicht mehr, ne? Rechts oder links? Links. Boah, ich bleib hier übelst hängen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir es nicht verkacken. Zu weit gejumpt, oder? Ne, passt perfekt. Der eine... Hä? Steht doch nicht drin in dem Blitz. Wollt ihr mich rollen? Wie wurde ich denn da jetzt eben gebritzelt? Das verstehe ich jetzt nicht. Das war strange. Ah, ich habe jetzt noch keine Cooldowns ready, das ist halt jetzt nicht so nice. Wir müssen E2 spielen wahrscheinlich. Warte. Vielleicht geht's aus. Das könnte ausgehen, ne?
Ja, easy wäre sogar plus 2. Easy. Was haben wir denn hier? Ein Ring. Oh, wieder kein Loot. Ich brauche jetzt endlich mal Hände, ich sag's euch. Ja, den Ring will ich nicht haben. Gut, war doch ein schöner Run. Haben wir wieder eine Inni weg. Jetzt muss ich mal schauen, im anderen Mechagon-Inni muss ich nur laufen. Grimrail und Kara, die Dinger. Na, mal gucken. So langsam wird's gut. Dann verabschiede ich mich für den Run. Ciao.